Salut! Heute geht es wieder um die reflexiven Verben. Dieses Mal möchte ich dir ihre verschiedenen Typen erklären. Warum und wofür ist dieses Thema von Bedeutung? Eigentlich ist diese Unterscheidung zwischen den reflexiven Verben vor allem für die Bildung der zusammengesetzten Zeitformen, wie zum Beispiel des Passé Composé, wichtig. Die Kenntnisse, die du in diesem Video erwerben kannst, werden dir sehr bei der Angleichung des Partizips Perfekt helfen. Mehr über dieses Thema erfährst du in dem Video Passé Composé 8 Reflexive Verben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.